wieder unterwegs im wunderschönen Blundhautal. Eigentlich wollte ich ja die Salzach machen, aber mir ging es die letzten zwei Tage so schlecht gesundheitlich mit einem blöden Rheumaschub, dass die Salzach leider heute ausfiel. Aber ich kann ja keine Ruhe geben und ich muss immer was machen und ich muss immer raus. Und dachte ich mir, fahrst in die schöne Blundhau und gehst zu einem super tollen Wasserfall. Der ist einfach auch nur ein Traum. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Okay? Genießt die Tour. Viel Spaß. Und bis demnächst. Ciao.
zu meinem FAQ mit der Frage mit den Schuhen. Michi, sag's halt gleich, dass du wissen willst, was ich im Wasser trage. Habe ich leider missverstanden und wurde ich schlecht ausgedrückt. Ich hoffe, es geht dir gut, lieber Michi, da wo du bist. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Und jetzt zu deinem Schuh. Ich trage einen Wasserschuh von der Firma Lizard. Ich zeige dir den mal kurz. That's it. Das ist einer der besten Wasserschuhe, was ich je getragen habe. Der hat den Vorteil, der hat einen wahnsinnigen Grip mit dieser Sohle. Da hast du das Gefühl, du stehst in einem Bergschuh. Der ist zum Schluchteln und im Wasser einfach genial. Du kannst ihn leicht anziehen, du kommst super leicht rein, wenn du ihn nass machst. Das ist ein Wahnsinnsschuh, den habe ich jetzt 7 Jahre. Leider löst er sich auf. Jetzt schon langsam, gell? Aber 7 Jahre ist eine stolze Zeit für so einen Schuh. Italienische Firma Lizard. Er hat natürlich auch einen Nachteil. Er trocknet sehr schnell. Und das ist ganz schlecht. Dann kannst du nämlich, wenn der trocken ist und du bist in dem Schuh, da laufst du dir da hinten richtig fette Blasen. Also ein Nachteil, der trocknet sehr schnell, was eigentlich gut ist, aber in dem Fall auch schlecht. Ja. Das zweite Negative an dem Schuh ist, es gibt ihn leider nicht mehr zu kaufen. Die Firma Lizard wurde verkauft, laut Aussage meines Händlers, wo ich meinen ganzen Krempel immer kaufe. WN Alpin, hallo Werner, vielen Dank für deine super Sachen, die du mir immer verkaufst. War immer genial. Bei dir bekommt man einfach keinen Müll. Danke dafür. Also Michi, vielleicht findest du noch irgendwo im Internet. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten musst du einen anderen kaufen. Ja, Michi, halt die Ohren steif. Wir sehen uns irgendwann, irgendwo. Ciao. Jetzt fängt es zum Regnen an. Yeah. Wahnsinn.
Tja Leute, hier endet meine Tour. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet relaxen und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.